Willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Empfehlung für den kommenden Bullenmarkt. Diesmal mit Goldfinch. Ich habe ja schon öfter über das Projekt gesprochen, aber immer mal wieder in Erwähnung mit anderen Projekten. Diesmal möchte ich es aber etwas highlighten, denn Goldfinch ist, wie ich finde, ein sehr vielversprechendes Projekt im Bereich der sogenannten Real World Assets, also RWAs. Ein Bereich, der im kommenden Bullenmarkt meiner Meinung nach ziemlich gut laufen sollte. Und dieses Projekt zielt darauf ab, die Welt der Kryptowährungen eben mit der traditionellen Finanzwelt zu verbinden. Und das Besondere an Goldfinch ist, dass es ein innovatives Modell für Kryptodarlehen bietet, bei dem eben keine Kryptosicherheiten erforderlich sind. Im Gegensatz zu vielen DeFi-Protokollen, bei denen oft eine Überbesicherung gefordert wird, um eben ein Darlehen zu erhalten, nutzt Goldfinch Off-Chain-Sicherheiten, Einkommen und auch den Ruf der Kreditnehmer, um das Risiko zu bewerten. Kreditnehmer, die bei Goldfinch dann ein Darlehen beantragen, durchlaufen einen Überprüfungsprozess durch spezielle Prüfer, die den Kreditnehmer bewerten und freigeben. Sobald dieser Schritt dann abgeschlossen ist, können Investoren, die USDC bereitstellen, diese in Kreditpools investieren. Die Kreditnehmer können dann USDC aus diesen Pools abheben und es gegebenenfalls in ihre lokale Fiat-Währung umtauschen. Und was diese Lösung besonders relevant für Entwicklungsländer macht, ist, dass sie Menschen den Zugang zu Kapital ermöglicht, die aufgrund des Mangels an Kryptosicherheiten sonst ausgeschlossen wären. Der Goldfinch-Ansatz, der bricht also mit diesen traditionellen DeFi-Normen und ermöglicht es, einer breiten Bevölkerungsgruppe, sag ich mal, von den Vorteilen der Blockchain-Technologie zu profitieren. Goldfinch ist aber nicht nur irgend so ein Hinterwäldlerprojekt, es hat auch Unterstützung von renommierten Investoren wie Andreessen Horowitz, Coinbase Venture und vielen anderen. Und diese strategischen Investitionen unterstreichen für mich persönlich einfach das Vertrauen der Branche in das Potenzial des Projektes. Die starken Partnerschaften bieten hier aber nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern natürlich, wenn du mal so drüber nachdenkst, auch Zugang zu den ganzen Netzwerken und auch Expertise, die eben für das Wachstum von Goldfinch entscheidend sind. Neben aber der Fokussierung auf Entwicklungsländer, wie ich vorhin erwähnte, erweitert Goldfinch auch seine Reichweite, um auch kleine und mittlere Unternehmen, also sogenannte KMUs, in verschiedenen Regionen zu unterstützen. Und das erhöht natürlich die Diversität des Kreditportfolios und kann das Risiko für Investoren weiter streuen. Durch die Unterstützung von KMUs trägt hier Goldfinch zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum Wachstum in verschiedenen Märkten bei. Und eine Sache finde ich besonders spannend, nämlich angesichts der Entwicklungen im RWA-Sektor, der laut Boston Consulting Group bis 2030 ein Marktvolumen von 16 Billionen US-Dollar erreichen soll, könnte Goldfinch hier ein bedeutender Akteur in diesem aufstrebenden Markt werden. Und das stimmt natürlich einen dann schon so ein bisschen bullisch auf so ein kleines Projekt. Zurzeit liegt der Preis des Tokens bei 2,34 Dollar mit einem Marktwert von rund 197 Millionen. Und wie du sehen kannst, sind ungefähr 70% der maximalen Tokenmenge bereits im Umlauf. Und wie ich gerade erwähnte, könnte Goldfinch ein bedeutender Player in diesem aufstrebenden Markt werden. Ich finde also, dass ein Preisziel von 60 Dollar im kommenden Bullenmarkt durchaus realistisch ist. Leider ist der Token noch nicht auf Binance verfügbar, aber wenigstens auf Coinbase. Ich denke mal, wenn er auf Binance gelistet werden würde, dann würde es hier nochmal einen ordentlichen Schub geben. Aber an dieser Stelle ist das natürlich keine Anlageberatung. Bitte mach immer deine eigenen Recherchen. Das hier ist nur meine persönliche Einschätzung. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Goldfinch ein noch sehr kleines Projekt ist, wie du sehen kannst, mit aber hohem Potenzial. Es bietet eine einzigartige Lösung im Bereich der dezentralen Finanzen, durch eben die Bereitstellung realer Kredite und hat auch bereits signifikante Erfolge erzielt. Und ich finde, sowas ist einfach wichtig, wenn man bullish auf ein Projekt sein möchte. Mit seiner starken Unterstützung und den ganzen innovativen Ansätzen denke ich persönlich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Markt das Potenzial von Goldfinch erkennt und der Preis dann dementsprechend steigt. Für mich ist das Projekt also eine klare Empfehlung. Das soll es jetzt aber mit diesem Video gewesen sein. Mach immer deine eigenen Recherchen, du weißt Bescheid. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut.